Und da sind wir auch wieder zum zweiten Teil unseres Let's Plays. Des Tutorial Managers 2016. Nein, Spaß. Des Rennsportmanagers 2016. Heißt überhaupt 2016? Motorsportmanager heißt er im Übrigen richtig. Sorry. Naja, wir hängen immer noch im Tutorial. Wir haben das ja in der letzten Folge pausiert. Ja, es sind noch fünf. Es ist die fünfte Runde von 18. Das heißt, noch 13 zu fahren, beziehungsweise 12. Ja, wir sind immer noch 20. und 19. Läuft richtig gut für uns. Unser Sponsorenziel ist, 16. zu werden oder besser. Naja, ob das noch so klappt beim Regen, wobei ja gleich wieder die Sonne scheinen soll, werden wir sehen. Vielleicht können wir uns ja irgendwie mit einem Undercut, ne, so Rennsportsprache, ne, Undercut, also zu tanken und zu Reifen zu wechseln, bevor die anderen es tun. Uns vielleicht irgendwie nach vorne kämpfen, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Schauen wir mal weiter, wie das hier so läuft. Also, ja, es heißt so schön, let's play. Oh. Evans ist hier immer noch 20. Unsere gute Frau, die Santa Anna, ist... Dilemma. Ich muss auf Regenreifen wechseln. Warum zum Teufel fahre ich hier noch auf Trockenreifen? Diese Trockenreifen, Intermediate sind doch für... Willst du mich jetzt verarschen? Ignorieren. Fahrmädchen, geh mir nicht um den Sender. So, wir haben hier schon einen deutlichen Abstand, wie man hier sieht, zum Letztplatzierten. Also versuchen wir uns ein bisschen um sie zu kümmern. Was allerdings, glaube ich, auch nichts wird. So, Regen hat jetzt ein bisschen abgenommen, die Strecke wird trockener. Schauen wir mal, wie es jetzt hier so weitergeht. Wettervorhersage, besseres Wetter. So, ich denke mal, wir fahren dann diese Runde mal an die Box und holen uns mal ein paar trockene Reifen. Wir nehmen mal die weichen. Treibstoff reicht noch noch 12 Runden nach Boxenstopp. Packen wir nochmal Vollteile zustande. Getriebe muss repariert werden. Boxenstoppstrategie ausgewogen. Abfahrt. Und was macht Keule hier? Keule fährt immer noch dem Feld hinterher. Wird gleich schon überrundet. Ist schon mega, mega traurig eigentlich. Aber wir werden ihn auch an die Box schicken. Lassen ihn auch weiche Reifen holen. Lassen ihn auch nochmal nachtanken. Ausgewogen, unverändert. Hier muss alles funktionieren. So, Santa Anna ist auf den 12. Platz nach vorne gerauscht. Fährt natürlich hier auch wie die Wilde. Jetzt 11. Hoffen jetzt mal, dass wir hier noch... Wir versuchen es mal mit dem Boxenstopp. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir haben ein bisschen Vorsprung auf den 13. Hoffentlich geht das jetzt hier ein bisschen schneller als sonst. Aber das die Getriebereparatur hält natürlich alles auf. Neue Position 19. Ja. Hat alles leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Gemeinsam sind wir Letzter. Ja. Was soll ich dazu sagen? Predator Racing Group, da wo wir sind, da ist hinten. Hatten wir hier nicht einen Boxenstopp klar gemacht? Nicht genug Treibstoff für verbleibende Runden. Ja, was soll ich denn machen? Ja.
stellen wir mal die Strategie ein bisschen runter. Ach ja. Da noch was schaffen können, ich weiß es nicht. Das Spiel läuft übrigens jetzt flüssiger als in der ersten Aufnahme. In der ersten Aufnahme hatte ich die FPS-Begrenzung im Spiel nicht aktiviert und hatte immer so zwischen 90 und 80 FPS. Das hat natürlich ein bisschen die Aufnahme geruckelt, deswegen verbitte ich das nochmal zu entschuldigen. So, jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen die Augen aufs Benzin haben. Oh, Evans kann sich jetzt zurückrunden, weil der zweite an der Box ist. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Jetzt hoffe ich mal, dass wir mit unserer Reifenwahl nicht ganz so daneben lagen. Ja, was war nochmal Ihr Problem hier? Keine aktiven Boni. Parkfreie Strecken, ja. Die junge Dame fährt jetzt hier um ihr Leben. Wird jetzt wieder überholt. Lässt sich wieder überrunden, aber spielt ja keine Rolle. Dafür wird sie schneller. Wir lassen sie jetzt mal so ein bisschen auf ihren Reifen da ein paar Runden drehen. Vielleicht haben wir ja noch irgendwie die Möglichkeit, irgendwo wieder dran zu kommen, wenn die vor uns stoppen. Was allerdings eigentlich auch eher unwahrscheinlich ist. Der vor uns... Dafür fahren wir gute Sektoren. Kommen ihm allerdings auch nicht wirklich näher. Evans mag kein Überholen, er mag freie Strecken. Er hat auch eine freie Strecke. Was ist denn dran? Wir setzen die ganze Sache jetzt mal ein bisschen hoch hier. Ich will jetzt mal was sehen hier, Freunde. Echten Rennsport. Ja, leider gucken wir jetzt hier in diesem Tutorial leider etwas hinterher. Oh, persönliche Bestzeit von Evans. Dembélé fährt übrigens auch mit. Super guter Flügelspieler bei uns in Dortmund, allerdings kein guter Rennfahrer, wie man sieht. So, wir könnten uns natürlich jetzt hier durch die Boxenstops ein bisschen vorarbeiten. Müssten dann aber gucken, dass wir in den Runden danach. Müssten jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken, damit wir gleich ein bisschen Vorsprung haben. Dass wir vielleicht vor ihm wieder aus der Box kommen. Versuchen das jetzt einfach mal. Müssen wir jetzt irgendwas reparieren? Ich hoffe nicht. Das Getriebe. Was sind das für ein Getriebe, Alter? Naja. Wir hoffen mal, dass wir die letzten Runden damit noch überlebt kriegen. Evans kann noch ein paar Runden fahren. Hoffe ich. Reifen. Ja, lassen wir mal noch fahren. Kann sich das übrigens auch aus der 2D-Ansicht angucken. Das ist diese hier. Finde ich aber nur halb so cool wie die 3D-Ansicht. Aber schon die 3D-Ansicht ist nicht wirklich cool. Ab geht's, Mädchen. Lass kommen. Das ganze Rennen noch vernünftig zu Ende fahren wollen. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen ruhiger zu machen. Ja, was machen wir mit ihm? Ihn schicken wir auch zur Box. Er kriegt auch noch mal die roten Reifen.
kriegt nochmal Benzin. Er wird ein bisschen stärker fahren. Wenn wir jetzt gleich mal machen, was ist jetzt hier das Problem? Kriegt jetzt die blaue Flagge, weil er gerundet wird. Jetzt hier nochmal auf Angriff, alles oder nix. 15. Zielvorgabe erreicht. Geil. Ach, wir kriegen die sofort. Ah, das ist ja cool. Ah, das ist natürlich. Jetzt habe ich nicht gesehen, was hier unten stand. Ich werde es mir gleich in der Wiederholung machen. So, Madame fährt jetzt hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der Kollege ist hier in der Überrundung. Motor scheint etwas an Leistung zu verlieren. Reagieren. Ach so, jetzt muss ich ihn wieder reinholen, oder was? Ah, nee, ernsthaft. 15%, wie viele Runden haben wir noch zu fahren? 3. Ach komm, das hält der Motor. Abbrechen. Ah, fahren wir mal hier die Motormodi auf niedrig. Hält der Motor vielleicht noch ein bisschen. Wichtig ist, dass die Madame hier ins Ziel kommen. Den gehen wir jetzt hier auch mal auf Mittel und Neutral. Wir wollen uns ja jetzt das nicht auch noch versauen hier. Also ich zumindest nicht. Ich habe da jetzt keine große Lust drauf. Und ich hoffe dann auch mal irgendwann dieses Tutorial abgeschlossen zu haben. Wenn man hier allerdings so drauf guckt, wird man auch auf Dauer irgendwie ein bisschen besoffen. Aber was ist mit Evans? Evans Zustand kritisch, ja, sehe ich selber. Aber was soll ich machen? Jetzt sind da, Mensch, es läuft ja richtig für uns. Was ist da los? Dreizehnter, Mensch, 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 noch zwei Runden. Jetzt bloß nicht. Okay, wir müssen jetzt hier wohl noch ein bisschen. Wir haben zu viel Treibstoff und unsere Reifen sind aber ein bisschen im Arsch. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Die Reifen werden ja wohl die zwei Runden noch. Box, dann bleiben wir dabei. Teilezustand. Wir reparieren. 21 Sekunden, ja. Achtung, Reifen nicht gewechselt, ja. Können wir ja gerne auch noch machen. Dauert das ja nur 24 Sekunden. Wichtig ist, dass Madame hier sich ein bisschen dran hält. Ja, er fährt natürlich gegen einen mit besseren Reifen, das ist natürlich ganz klar, wir kennen das nicht. Aus dem Formel 1 Sport kennen wir das ja auch. Mit abgefahrenen Reifen ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber jetzt auf der letzten Runde lassen wir uns jetzt hier nicht noch die Butter vom Brot nehmen. Das mache ich nicht mit, Freunde der Herren. Deswegen bleiben wir jetzt mal ein bisschen dabei. Evans fährt jetzt noch mal in der letzten Runde in die Box, natürlich. Und ja, unsere Argentinierin, die Santa Anna, fährt jetzt hier noch an einem Motorschaden vorbei. Schön. Und wird damit 13. Wir haben die Sponsorenziele erreicht. Richtig gut gemacht, würde ich sagen, fürs erste Rennen. Sind über unseren Erwartungen geblieben. Letzte Runde. Rennende wartet auf 19 Fahrzeuge. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit den Reifen ernsthaft noch ins Ziel kommen. Das ist ja jetzt richtig traurig.
Ist das jetzt euer Ernst? Letzte Kurve. Ah, schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir noch. Wunderbar. Ach, als 13. das Rennen beendet. Und als letzter. Oder ist Keule hier schon durch? Ja. Wir warten jetzt nur noch auf El Sadat. Und das Rennen gewonnen. Der Brasilianer Cavalcanti hat gewonnen. Gegnerischer Fahrer, hätte ich fast nicht erwartet. Ja. Haben wir das Tutorial doch erfolgreich hinter uns gebracht. Ich hätte schon meine schlimmsten Befürchtungen, dass das hier gar nichts mehr wird. Oder dass noch 5000 Fenster aufploppen. Wenn uns jetzt hier den Rennverlauf Zeiten, da kann man sich ja echt alles Mögliche anzeigen lassen. Hier sieht es so ein bisschen aus wie eine Excel-Tabelle. Kommentarfeld, Platzierung, Veranstaltungsergebnis. Weiter. Technische Abnahme, Fahrzeugüberprüfung. Abnahme abgeschlossen, keine Regeln gebrochen. Yes! Haben wir gut hingekriegt. 13. Ines Santana von Predator Racing Group. Und William Evans, letzter. Ja, nun. Wir können auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen. Haben 8 Punkte gemacht. Sehr gut. Über 9 Konstrukteurspunkte. So, jetzt haben wir hier einen Medienreport. Was haben wir denn da? Ein alter kämpfter Sieg für Kamerad im Schwarzen Meer. Aha. Da soll dann hier so ein Zeitungsausschnitt imitieren. Und hier haben wir natürlich obligatorisch wie in jedem neuen Spiel so eine Art Twitter-Ticker. Einer von Mode. Ja, das halte ich für gelogen. Nette Abwechslung. Weiß nicht, wie. Ja, das ist natürlich jetzt alles total interessant hier. Keine Ladezeit. Baue ein Team auf, beherrsche die Technik, gewinne das Rennen. Ja, so viel zum Plan. Ich sehe schon ein Tutorial-Fenster zurück im Hauptquartier. Willkommen zurück. Von hier aus können Sie die Fahrzeugentwicklung überwachen, neue Fahrer einstellen, andere verwalten. Verstanden. So, auf dieser Seite des Bildschirms. Aha, verstanden. Innerhalb des Vorsitzenden. Ja. Daten kriege ich auch gerade noch hin. Platzierung. Schätze ich auch selber. Kann ich mein Team. Da. Hier kann ich. Weiterfeld. Wichtig klicken Sie. Ist wichtig. Jetzt kriegen wir auch noch E-Mails. Ach du meine Güte. Willkommen im Posteingang. Hier erfahren Sie, was im Team so los ist. Also das Spiel ist sehr ähnlich aufgebaut wie der Fußballmanager. Nur halt mit Rennen, Fahrzeugen. Klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Weil diese Ansichten hier, die kennen wir eigentlich auch alle aus dem Fußballmanager. E-Mails öffnen, können Sie auf die E-Mail klicken. Ist ja ein Ding. Fahrzeugentwicklung. Also ich habe so langsam echt keine Lust mehr auf diese Tutorial. Schick, oder? Ja. War schön. Ihr Fahrzeug wird auf zwei Arten bewertet. Zum einen gibt es die Fahrzeugwerte, die sich ändern, wenn ein neuer Teil von diesen gibt es 6 verschiedene. Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung, Kurvenverhalten. Chassiswerte und Hersteller. Die Chassiswerte und Hersteller werden dann müssen. Die Entwicklung neuer Fahrzeuge unterscheiden ein gutes Team und Durchschnitt. Ja, neues Teil entwickeln. Sie haben die Wahl zwischen 6 verschiedenen Teilen, jedoch wirkt sie an den Eigenschaften des Fahrzeugs aus. Ja, habe ich verstanden. Ist eins ihrer Teile gegenüber unterentwickelt, sollten Sie darüber nachdenken, ein neues zu konstruieren. Ja, habe ich verstanden. In jedem Rennen sind neue Werte wichtig. Beachten Sie, welche Teile für das nächste Rennen ausschlaggebend sind. Wenn Sie entsprechend sind, Rennen von Vorteil. Ah ja.
Also das Getriebe ist kritisch, ja, da haben wir auch zweimal das Getriebe reparieren müssen im letzten Rennen. Oder im Tutorial-Rennen. Okay, dann werden wir das mal entwickeln, das Getriebe. Ja, vielleicht können wir ja noch einen Gang mehr einbauen oder irgendwas. Was? Jedes Teil hat zwei wesentliche Eigenschaften. Leistung gibt an, wenn eine Aufgabe erfüllt. Aha. Die Zuverlässigkeit, ja, wir sollten vielleicht mal an der Zuverlässigkeit arbeiten. Okay, wir werden an der Leistung arbeiten, ja. Natürlich. Dieser Wert wird an Flexibilität des Fahrzeugs bestimmt. Gefüllt die grundlegende Bausteine eines jeden Teils. Aha. Boah, was haben wir denn jetzt hier alles? Getriebeentwicklung. Beschleunigung plus 25. Beschleunigung also auf Max. Plus 15 Beschleunigung plus Risikolevel plus 1. Plus Risikolevel plus 1. Roter Bereich minus 5. Bauzeit minus 1 Tag. Aha. Da sind wir. Was für ein toller Auswahl an Komponenten. Teilen Sie Komponenten ihren Platz und verbessern Sie den Wert des neuen Teils. Da dies Ihr erstes neues Teil der Saison ist, stehen Ihnen im Augenblick ausschließlich durchschnittliche Teile zur Verfügung. Tipp, um bessere Gruppen freizuschalten, kontrollieren Sie einfach ein weiteres Teil der gleichen Tür. Verstanden. Okay. Chefingenieurin Chalet Williams. Ingenieurkomponenten erhöht. Kostendauer nicht. Bauzeit circa einen Tag. Die Komponenten dieser Spalte werden vom aktuellen Ingenieur verfügbar gemacht. Sie verursachen keine zusätzlichen Kosten und verlängern die Bauzeit nicht. Ihr Ingenieur verlieren Sie auch dessen Komponenten. Ah ja. Andererseits, wer kennt das nicht, als Ross Brown damals bei Ferrari aufgehört hat, ist auch hingegangen, hat erstmal das Getriebe ausgebaut, Motor ausgebaut, Michael Schumacher ausgebaut. Alles gar kein Problem. Geht ihr in. Ja, gut. Neue bringen natürlich auch andere Teile mit. Nein, ist ja ein Ding. Einige Komponenten können erhöhen das Risiko, gegen das technische Reglement zu verstoßen. Ja, wie damals die Nase von, wie hieß der noch, von Alonso. Alonso hat ja in der, wo er Weltmeister geworden ist in der Saison, was war das, 2007, 2008 oder was, hatte er ja Gewichte vorne in der Nase, die das Auto stabiler gemacht haben. Und das ist den Rennkommissaren erst im letzten Rennen aufgefallen. Da erklärt man, da sieht man schon, wie toll die Formel 1 damals war. So, gut, ja, ist ja okay. Getriebe ist immer noch durchschnittlich, ja, hätte ich fast nicht erwartet. Das Teil wurde entsprechend der Konfiguration aktualisiert. Ah ja. Komponenten freigeschaltet. Gute Komponenten sind jetzt sichtbar. Diese Komponenten werden beim Bau des nächsten Teils verfügbar sein. Das nächste Teil vom selben Typ schaltet den großartigen Komponenten frei und so weiter. Ah ja, alles klar. Was kommt denn nach großartig? Gut, besser, besserer, oder was? Bauzeit und Kosten aktualisiert. Bauzeit 11 Tage. Wir haben 14 Tage vor dem Rennen. Erschließt sich mir das? Das heißt, durch den Kosten ein. Entwicklung starten. Sie wollen Sie Geld ausgeben und erhalten. Okay. Wir haben 1 Million ausgegeben. Ja. Fantastisch. Ein neues Teil wird entwickelt. Das wird aber einige Tage dauern. Ja, dann. Hau rein. Zeitraffer. Weiter um fortzuführen. Hier wird also unser Getriebe fertiggestellt. Sagt uns der Kollege hier oben. Hier ist Yokohama Training. Wer kennt hier nicht den großen Grand Prix von Yokohama? Hurra! Das neue Teil ist bereit. Bauen wir es gleich in unser Fahrzeug ein. Klicken Sie auf Einbauen. Einbauen. Also, hier sind wir also. Hier entscheiden, welches Teil im Rennen eingesetzt werden soll. Verstanden. Teil einbauen. In der Liste werden alle Teile angezeigt, die in der Fabrik vorhanden sind. Im Laufe der Zeit wird diese Liste ganz schön lang werden. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Die aktuelle Leistung und der aktuellen Zustand werden hier angezeigt. Ah ja. Das Fahrzeugsymbol zeigt an, welches Teil welchem Fahrer zugeteilt wird. Okay. Dann kriegt Santa Anna jetzt das durchschnittliche Getriebe. Nee, will ich nicht. Da ist es, unser brandneues Teil. Ja, wunderbar. Dieses Diagramm ist im Blick auf Fahrzeug zu vergleichen, wie Lette wird. Ah ja, alles klar.
Ja, Zuverlässigkeitsdiagramm zeigt uns an, welches von beiden Fahrzeugen im besseren Zustand ist. Ja. Natürlich ist das von dem Platz 20-Fahrer Williams Evans natürlich im besseren Zustand, weil es ja kaum gebraucht wurde, weil der Honk ja kein Gas gegeben hat. Fahrerzufriedenheit zufrieden, ja. Das ist natürlich gut. Wenn die Fahrer zufrieden sind, sind auch wir zufrieden. Jetzt wissen Sie also, wie Sie neue Teile entwickeln und Ihr Fahrzeug einbauen. Wunderbar, verstanden. So. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Startbildschirm. So. Jetzt haben wir ein neues Teil eingebaut. Also halten wir jetzt mal fest. Wir haben ein Rennen auf Platz 13 abgeschlossen. Das war der, ich sag mal, Sochi Grand Prix. Ne? All rights reserved. Company established. Wir haben ein neues Teil entwickelt, was noch schlechter ist als der Rest, der mit uns herumfährt. Wir haben gelernt, wie wir mit dem Hauptbildschirm klarkommen. Und ja, soweit sind wir jetzt. Ich würde sagen, wir lassen es damit mal gut sein, speichern dieses Spiel. Und damit verabschiede ich mich von euch mit der zweiten Folge unseres Let's Plays Motorsport Manager im Predator Racing Group Fahrzeug. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und vergesst uns nicht zu liken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Wir freuen uns. Däumchen sind Träumchen, hat mal jemand gesagt. Und damit ciao, tschüss und auf Wiedersehen.